Hallihallo, liebe Retro-Freunde, hier ist wieder der Andi von nextgame.de und ich melde mich zurück mit einem Retro-Video-Review zum Nintendo 64-Spiel Dual Heroes. Nachdem Heiko ja bereits Rise of the Robots reviewed hat für Mega Drive, 3DO und den Super Nintendo, habe ich mir gedacht, okay, so einen Trash möchte ich euch auch mal zeigen. Und dieser Trash kommt dann in Form eines Kampfspiels von Hudson auf den Nintendo 64. So, ohne Umschweife geht es hier ins Hauptmenü, wie ihr gerade gesehen habt. Das Spiel kam am 12. April 1998 bei uns raus und wurde hierzulande von Hudson, die ja für Bomberman und so weiter verantwortlich sind, dann auch vertrieben. Ich sag nur schon mal so, war, dass Dual Heroes das schlechteste Kampfspiel auf dem Nintendo 64 ist. Oder auch stellvertretend für die komplette 64-Bit-Generation. Aber gut, das werde ich euch aber auch gleich anhand von Beispielen belegen. Gehen wir mal hin. Die Besonderheit ist, dass ihr das Kampfspiel absolut nicht mit Steuerkreuz spielen könnt. Also das fällt bei dem Spiel komplett raus. Ihr müsst mit dem Analogstick ran. Was ich bei einem Kampfspiel, vor allem beim N64, ziemlich bedauere, weil der Analogstick für Kampfspiele absolut ungeeignet ist. Im Hauptmenü habt ihr hier einige Modi. Ihr habt einen Story-Modus, wo euch auch anfangs dann gleich eine Geschichte zu erzählt wird, die ziemlich verwirrend ist. Dann habt ihr hier VS-Modus gegen die verschiedenen Charaktere. Das aber auch ziemlich banal ist, weil ihr hier auch gegen die Charaktere kämpft, beziehungsweise gegen die Kämpfer. Gegen zwei Spieler ist jetzt gerade ausgegraut, oder gegen anderen Mitspieler, weil ich ja natürlich alleine hier gerade zocke. Robot ist was ganz Banales. Hier habt ihr einen Roboter, der euch in so einer Art Trainingsmodus zur Verfügung steht und eure Bewegungen sich merkt. Und was das aber bringen soll, kann ich euch auch nicht sagen. Practice erklärt sich von selbst, Optionen und Medal. Medal, da könnt ihr dann verschiedene Auszeichnungen freispielen, aber ich glaube, soweit will keiner dieses Spiel sich antun. Gehen wir mal in die Optionen mit Start. Ihr seht, es gibt Ladezeiten. Hier haben wir Sound, Rounds, Level. Das Besondere auch hier, es gibt nur Hard, Normal und Expert. Also ihr könnt es nicht auf Easy spielen. Gott weiß wieso. Time könnt ihr hier zum Glück Unlimited stellen und dann speichern wir das mal und gehen raus. Ja, widmen wir uns mal dem Story-Modus. Dann seht ihr, was ich mit belangloser Story meine. Aber ja, bevor wir da hinkommen, müssen wir uns hier erstmal einen Charakter auswählen. Die sehen alle so ein bisschen aus wie Power Rangers, finde ich zumindest der rote hier. Früher, als das Spiel angekündigt wurde, dachte ich mir auch, okay, ist das jetzt ein Power Rangers Kampfspiel auf dem Nintendo 64 oder was? So was ähnliches gab es ja schon mal auf dem Super Nintendo. Aber nein, es ist eine eigens von Hudson entwickelte Marke. Wen nehmen wir denn jetzt hier mal? Nehmen wir den hier. Retsu. Super Ninja. Ihr habt ja noch ein paar Angaben zu dem Super Ninja. Das Charakterdesign stammt übrigens vom gleichen Designer, der auch Onimusha 2 und 3 designt hat oder Clock Tower oder so. Also schon ein ziemlich bekannter Fritze. Okay, weiter geht's. Und hier seht ihr dann die Story. Also vor 120 Jahren hat die Menschheit sich auf den Judgment Day sozusagen vorbereitet und dann haben die einen Plan gehabt und wollten ins Weltall entfliehen. Aber dieser Judgment Day ist leider eingetreten, als die Hälfte der Bevölkerung noch da war und die Kontinentalplatten haben sich so verschoben, dass ein neuer Kontinent entstanden ist. Und auf diesem Kontinent hat sich dann eine neue Macht entwickelt, die Gaia Thist oder wie das Ding sich nennt, was dann im Endeffekt so ähnlich ist wie die Gravitation. Und darum ist jetzt ein Krieg entbrannt und der Imperator Zor hat sich das Ganze dann gesichert. Und mehr wollte ich euch auch noch erzählen, aber es ging nicht, weil diese Einblendung von dem Text einfach verschwunden ist. Also ich habe nicht weiter gedrückt oder so, es ist einfach verschwunden. Naja, hier seht ihr dann, wie ich jetzt auf irgendeinem Planeten lande und auf einmal geht's los, ohne Umschweife. Also, Kontext ist absolut wirr. Das Charakterdesign hier, seht, ist
absolut klobig. Die Charaktermodelle sind unter aller Sau. Aber es wird noch schlimmer. So, das ist mein erster Gegner hier. So, wie gesagt, gekämpft wird auf dem Analogstick. Was ich total bescheuert finde. Und noch etwas ziemlich Bescheuertes. Das Spiel hat nur zwei Angriffsknöpfe. Auf A wird geschlagen und auf C unten wird getreten. Das war's. Also wer damit versuchen will, Kampf auszuführen, kann es gerne probieren, aber ich kann euch sagen, es funktioniert nicht. Ich habe es probiert, aber mehr als schlagen und treten könnt ihr nicht. Na gut, das ist ein bisschen untertrieben. Ihr könnt auch werfen. Wenn ihr jetzt A und B zusammendrückt, das zeige ich euch gleich, könnt ihr den Gegner werfen. Und das funktioniert sogar auf verschiedene Arten. Wenn ihr jetzt zum Beispiel mit dem Rücken oder wenn der Gegner mit dem Rücken zu euch steht, könnt ihr ihn anders werfen, als wenn ihr ihn jetzt frontal bam, auf den Boden schickt. Seltsamerweise ist aber oder sind die restlichen Knöpfe soweit ohne Funktion, außer ihr habt es gesehen, außer der R-Knopf oder die Schultertaste, die ist nämlich zum Blocken da. Und wenn ihr zum Beispiel R drückt und dann nach hinten oder nach vorne mit dem Analogstick geht, dann springt der Charakter. Dann springt er quasi, dann nennen wir es aus dem Kampfgeschehen, aus der Schussbahn sozusagen. Dadurch, dass die Kamera aber ziemlich bescheuert ist, kann es passieren, wenn ihr von eurem Gegner wegspringt, dass ihr ihn nicht mehr anguckt und dass ihr in eine ganz andere Richtung schlagt, als der Gegner steht. Das ist total bescheuert. Aber auch da gibt es Abhilfe. Und zwar haben die Entwickler dafür den C-Knopf angebaut. Das heißt, auf dem C-Knopf wendet ihr euch wieder eurem Gegner zu. Das ist total bescheuert, da muss man erstmal reinkommen. Und ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich meine, zu der Zeit gab es schon unzählige andere gute Kampfspiele auf dem Nintendo 64. Und das Spiel wurde damals in jeglichen Fachzeitschriften beworben mit unglaublich detaillierter Animationen und die bis dato beste 3D-Grafik, superflüssige Animationen, ultraschnelles Gameplay. Ja, ihr seht ja, was davon übrig geblieben ist. Das Spiel ist grottenlangsam. Es ist wirklich, es kriecht nur so dahin. Aber gut, ihr müsst jetzt hier im Story-Modus 10 Runden bzw. 10 Kämpfe überstehen, bevor ihr euch den Imperator Zorg oder Zor, wie der heißt, gegenüberstellen könnt. Und Kudos dem, der sich wirklich alle 10 Matches antut. Also ich habe es bis dato noch nicht geschafft. Ich bin dann irgendwo bei Kampf 5 oder 6 hängen geblieben, weil ich einfach die Schnauze voll hatte. Weil es einfach nichts passiert. Das Spiel ist tot langweilig. Da hilft auch dieser Zwei-Spieler-Modus nicht, weil der Freund, der mir das antut, der wird euch nie wieder eines Blickes würdigen. Glaubt mir, ich habe es versucht. So, jetzt ist auch der zweite Gegner K.O. Wieso die jetzt alle aussehen wie Power Rangers meets Gundam, kann ich euch auch nicht sagen. Das ist total banal. Vielleicht hat es was mit der Story zu tun, aber soweit erlaubt uns das Spiel ja nicht zu gucken bzw. zu lesen. So. Ich zeige euch gleich nochmal ein paar Würfe. Ihr habt hier zum Beispiel noch einen. Bam. So ein Wrestling-Move, den ja auch, glaube ich, The Rock damals gemacht hat. Und hier habt ihr gerade kurz gesehen, ich war komplett abgewendet von dem Gegner. Wenn ich jetzt mal wegjumpe, probiere ich es nochmal. Dann kann es passieren, dass ich Gott weiß wohin gucke und den Gegner auch nicht treffe. So, dann schlage ich irgendwo hin und der Gegner steht da gar nicht. Das heißt, also wirklich schnell auf den Z-Knopf drücken und euch dem Gegner zuwenden. So. Hier, ja, genau das wollte ich euch sagen. Jetzt ist er mir nachgesprungen, der Vollidiot. Auf jeden Fall gibt es Arenen, die mit einem elektrischen Zaun, so eine Art elektrischer Zaun abgetrennt sind und wo ihr nicht herunterfallen könnt. Und dann gibt es wiederum Arenen, die ja, Abgrund um sich herum haben und wo ihr dann, wenn ihr Pech habt, natürlich auch herunterfliegen könnt und somit den Kampf vorzeitig verlieren könnt mit dem Ring-Out, wie man es ja, aus einigen anderen Kampfspielen, wie zum Beispiel Soul Calibur, kennt.
So, jetzt seht ihr hier nochmal, ich habe den Z-Knopf nicht gedrückt und bin komplett am Gegner vorbeigelaufen. Das ist total bescheuert, ey. So, jetzt ist er weg. Ja, mehr gibt es, glaube ich, gar nicht zu sagen über das Spiel, außer das australische Nintendo Power, glaube ich, oder Nintendo 64 Games Zeitschrift mal eine Umfrage gestartet hat und die User oder die Leser in Australien tatsächlich das Spiel als schlechtestes N64-Spiel auf dem Markt gewertet haben. Und da sprechen wir noch nicht mal von Superman von Titus. Also ich zeige euch jetzt nochmal was. Wenn ihr Pech habt, könnt ihr auch einfach so runterfliegen, weil ihr einfach mal einen Schritt zurückgetan habt. Also, naja. In Amerika ist das Spiel von einem anderen Publisher gepublished worden, Electric Brain, glaube ich, hieß die Firma. Und viele wissen sogar nicht, dass es Unterschiede zwischen der europäischen und der amerikanischen Fassung von Dual Heroes gibt. Da ist zum Beispiel eine Änderung, dass das Cover Art anders ist, aber es ist ja nicht ganz so dramatisch, aber ihr könnt in der amerikanischen Fassung sogar diesen Imperator Zor, den letzten Gegner, freispielen. Das ist ein freispielbarer Charakter. Den können wir hier leider in der europäischen Fassung nicht steuern. Aber ich glaube, das ist auch nicht weiter schlimm, weil dieses Spiel wird eh keiner mehr als 10 Minuten gespielt haben. Sogar ich bin jetzt schon bei 11. Ja, das ist also Dual Heroes. Von der Grafik und diesem wunderschönen Sound ganz zu schweigen, verpasst ihr also nichts, gar nichts. Bei mir war es damals so, ich habe das Ganze mitverfolgt, dass das Spiel angekündigt wurde. Ich habe damals, war ich Stammleser in der Endzone, also sprich Abonnent, und habe natürlich auch mal hier und da Infos gelesen und natürlich auch da die ganzen Features mir angeschaut, die ganzen Versprechungen, die Herzen gemacht hat. Aber irgendwie ist das Spiel komplett an mir vorbeigegangen und jetzt vor einer Weile erst habe ich es mir günstig auf den Trödelmarkt mitgenommen. Einfach weil ich meine Nintendo 64 Sammlung auffrischen wollte. Ja, und so kam es dann, dass ich dieses Spiel mein eigen nehme. Empfehlen möchte ich es gar keinem. Wenn ich jetzt einen Test schreiben würde, für Next Gen werde ich vielleicht auch tun, würde ich dem Spiel eine, weiß ich nicht, 2,5 bis 3 geben vielleicht so, weil es ist einfach, wie gesagt, absolut grottenschlecht. Jetzt bin ich rausgeflogen. Gut, so viel also zu Dual Heroes. Es gibt weitaus mehr und bessere Alternativen als das. Ich hoffe, ich habe euch einen guten Einblick in diesen Trash gewährt und werde auf jeden Fall nicht weitermachen. Continuum kann von mir aus auslaufen. Mit diesen Bildern verabschiede ich mich für dieses Mal und wünsche euch noch natürlich ganz viel Spaß beim Zocken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Adios, bye bye.